Gesichter des Todes. 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 Spieglein, Spieglein an der Wand, kannst du mir sagen, wer ich bin? Leider antwortet er nicht, ich glaub, ich bin total verrückt. Schizophren und geisteskrank sind nur zwei meiner Gesichter. Jeden Tag entdeck ich neue, ich komm darauf nicht mehr klar. Als ich in den Spiegel schaute, hielt er meinen Blick nicht stand. 100 Gesichter des Todes, er zerbrach in meiner Hand. Für jedes Opfer eine Scherbe, ich kann sie nicht zählen. Mit jedem Opfer Blut vergießen, sie mussten sich quälen. Gesichter des Todes, 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 Gesichter des Todes. Doktor, Doktor, Geisteskrank, hast du denn wirklich kein Verstand? Geh runter in den Keller, nimm das Messer in die Hand und jag es deinem neuen Opfer in den Brustkorb hinein. Setz die Klinge unten an, du sollst den Bauch aufschneiden. Öffne die Bauchdecke und entreiß ihm die Organe. Schneid die Innereien raus und werf seinen Körper in die Wanne. Damit blutig dort am Wammel, füg ihm große Wunden zu. Zeig ihm dein Gesicht des Todes, des Todes, des Todes. Gesichter 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 des Todes.